Es ist wieder soweit. Die Fußballmeisterschaft 2015-2016 der Frauenbundesliga ist von der Startrampe. Nach einer Pressekonferenz der Spielgemeinschaft LUV DFC Leoben, bei der die Zielsetzungen für die kommende Saison klar definiert wurden, startete die erste Bewerbsrunde gegen die Mannschaft aus Kleinmünchen. Es wurde nicht so wie erwartet, aber auch nicht so wie befürchtet. 1:1 lautete das Endergebnis. Nach anfänglich guten Spielzügen der LUV-DFC-Damen riss der Faden und immer mehr hatten die Gäste vom Spielverlauf. Und so kommt es, wie es kommen musste. Die 11 doch sehr sympathischen Spielerinnen aus Kleinmünchen bei Wels erzielten das erste Tor und somit die Führung 1:0 für die oberösterreichische Frauenmannschaft. Und jetzt war noch dazu bei höllischer Hitze Feuer am Dach. Die Torschützin bei Kleinmünchen war Sandra Meierhofer. Bei solchen Extremtemperaturen kann und muss das Schiedsrichterteam sogar eine Trinkpause einplanen. Die Zufuhr von Flüssigkeit brachte den Spielfluss der LUV-Frauen wieder in Gang. Bei einigem Abwehrglück konnten die LUV-TFC-Spielerinnen doch noch den so wichtigen Ausgleich vor der Pause erzielen. Jessica Stachel ließ wieder Hoffnung aufkommen. Auch nach der Pause ähnliche Situationen. Beide Torfrauen hielten, was zu halten war. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Die Mannschaft aus Kleinmünchen war letztlich zufrieden und gab sich bescheiden. Erste Halbzeit, würde ich sagen, waren wir besser, hatten mehr Torchancen, die wir eigentlich zum Führungstor nützen müssen. Und mit der zweiten Halbzeit schlussendlich sind wir auch glücklich mit dem Punkt. Überhaupt nicht zufrieden war der Trainer der Spielgemeinschaft. Ja, das ist genau. Ne? Ich heute sicher erwarten viel, viel mehr. Ne? Für mich ist das eine große Überraschung, dass wir verloren diese zwei Punkte. Aber wie geht Match? Ne? Muss sagen, das ist glücklich, das hat einen Punkt. Ne? Wirklich, weiß nicht, muss noch analysieren durch das Nacht, was ist heute passiert, aber das ist nicht unser Spiel. Das ist sicher, erste Halbzeit ist sowieso eine Katastrophe. Der sportliche Leiter konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben uns mehr erwartet für den Start. Das erste Spiel gegen Kleinmünchen haben wir 3 Punkte eingeplant gehabt, aber man muss das Spiel erst spielen und scheinbar bewahrheitet sich das wirklich. Die Vorbereitungsspiele sind quasi ohne Wertung. Also wir haben super gespielt, wir haben super Resultate gehabt und heute im Spiel nichts vorhanden von diesen Dingen. 1:1, noch lange kein Beinbruch. Und noch immer besteht die Chance, unter den ersten Dreien in der Schlusstabelle aufzuscheinen. Das nächste Spiel gegen Altenmarkt im Leobner Stadion wird sicher auch einige Zuseher mehr anlocken.